befinden uns aktuell hier auf dem Caravan-Salon in der Halle 9 und zwar bei Fendt Caravan. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich Wohnwagen. Was haben wir mit Wohnwagen zu tun? Viele von euch wissen ja, dass ich einen neuen Job angefangen bin und ich bin 100% im Homeoffice. Thomas leider noch nicht. Aber für mich wäre das Konzept, was ihr hier ausgestellt habt, ziemlich interessant. Und neben mir habe ich den Marketingbeauftragten von Fendt. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen, was ihr hier gemacht habt, was deine Aufgaben sind, was ihr euch hiermit überlegt habt und warum das für Leute wie mich total interessant sein könnte. Das mache ich gerne. Ich bin der andere Thomas. Hallo, mein Name ist Thomas Kamm. Ich bin Marketing- und Kommunikationsverantwortlich im Hause Fendt Caravan. Wir sind traditioneller Wohnwagenhersteller, wie du schon gesagt hast. Eigentlich nicht die Fraktion, die ihr favorisiert. Aber uneigentlich haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, was sich auf der Welt so ändert. Das Leben ändert sich ein bisschen, das Reiseverhalten ändert sich. Aber auch natürlich die Arbeitsgewohnheiten und die Arbeitssituation ändert sich. Bedingt auch durch Corona jetzt ein bisschen verschärft und schneller. Und wir haben uns Gedanken gemacht, es gibt immer mehr Leute, die Jobs haben, die Arbeiten nachgehen, die du nicht an einem festen Platz machen musst und schon gar nicht im festen Büro. Und was unsere Erfahrungen so mit sich gebracht haben, ist, dass man da sehr, sehr viel improvisieren muss. Ja. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir sind jetzt die Spezialisten, die Wohnwagen bauen können, das schon seit weit über 50 Jahren. Lass uns doch mal überlegen, wie können wir im Wohnwagen das Leben, Reisen, Arbeiten verschmelzen. Weil der Wohnwagen hat im Gegensatz zum Reisemobil zwei Unterschiede und Vorteile auch. In der gleichen Größe hat der Wohnwagen wesentlich mehr nutzbare Länge, weil das Fahrerhaus und der Motor nicht drin ist. Den Raum kann ich zum Leben, Arbeiten nutzen. Und der Wohnwagen hat noch den Vorteil, wenn ich irgendwo stehe, kann ich den Wohnwagen stehen lassen, habe meinen PKW und kann mich dort bewegen, ohne dass ich den Wohnwagen wieder auf Vordermann bringen muss und dass ich weiterfahren kann. Und aus dieser Idee und den Erfahrungen von Partnern, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, haben wir uns an dieses Konzept gewagt. Hier auf dem Caravan-Salon erstmalig vorgestellt, in der Halle 9. Zwei Konzept-Caravans, die es momentan leider noch nicht zu kaufen gibt. Aber wir nutzen die Messe, um Feedback einzuholen, ob wir da einen richtigen Weg sehen, ob wir einen richtigen Weg einschlagen können für die Zukunft. Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, was ihr letztendlich zu der Idee sagt, wie ihr das findet, ob es mehr davon geben soll. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Also gerne. Das sind jetzt zwei Wohnwagen, die sind komplett unterschiedlich? Ja, das sind zwei Wohnwagen, die sind schon mal von der Wohnwagengrundstruktur unterschiedlich. Und dieser Wohnwagen ist ein Apero 495 SFB, heißt dann Connect in dieser Version. 495 SFB, das heißt Innenlänge etwa 5 Meter, die ich nutzen kann. Der zweite, der ist aufgebaut auf einen Tendenza 650 SFD, in Tandemachse, innennutzbare Länge 6,50 Meter. Und das ist bei uns der Work, der geht in die Richtung B2B und der kleine geht in die Richtung B2C. Okay. Du darfst dir einen aussuchen, dann gehen wir rein. Wir gehen hier rein. Bitteschön. In den kleinen. Und wie ist das letztendlich gedacht? Das bleiben diese beiden Wohnwagenmodelle oder kann ich mir dann aussuchen, welchen Wohnwagen, also welcher mir gefällt und ich kann mir optional irgendwas dazu buchen? Ja, die Schwierigkeit, die wir natürlich hatten, wir haben ein Produktportfolio von 33 Wohnwagen. Ja. Was magst du jetzt? Du kannst natürlich nicht 33 Wohnwagen so individuell darstellen, dass du alles abbilden kannst. Hier, dieser Wohnwagen ist auf einer Basis von einer langjährigen Partnerschaft mit Camperstyle, mit Nele und Jalil, die schon mehrere Jahre mit Wohnwagen von uns unterwegs sind, und zwar das ganze Jahr über. Und die haben sich diesen Wohnwagengrundriss für sich als Favoriten ausgewählt. Und durch deren Expertise und durch deren Informationen haben wir dann gemerkt, ja, der Wohnwagen ist eigentlich so zum Experimentieren so der richtige Wohnwagen. Während bei dem Großen war es so, vor gut 2 Jahren kam die Firma Cisco auf uns zu und sagt, wir wollen was ganz Spezielles machen in der Corona-Zeit. Wir wollen mit unserer Technik, obwohl es eine Remote-Technik ist, aber wir wollen beim Kunden sein, wir wollen präsentieren. War aber in der Corona-Zeit schwierig. Dann haben sie gesagt, wir brauchen ein Vehikel, wo wir unsere ganze Technik super vor Ort außerhalb der Büros präsentieren können. Deswegen hat man da einen sehr großen Wohnwagen genommen, weil man da großes Equipment einbauen musste. Ob das am Ende des Tages dann nach dem Caravan-Salon und dem Feedback, das hoffentlich auch ihr alle uns geben könnt, dann bei diesem Modell bleibt oder es ein anderes wird, das wird man sehen. Aber ich denke, so die Resonanz der ersten 3 Tage war schon bei diesen hier so, Mensch, das ist eigentlich der richtige Zuschnitt, das ist der richtige Grund, es optimal zu nutzen. Ja, du hattest gerade erwähnt Cisco, was ist das?
Cisco ist der Top-Partner, wenn es um Remote-Arbeit und um Vernetzung geht. Im Business-Bereich, die haben Board-Lösungen, Konferenzlösungen, dass man speziell weltweit auch miteinander agieren kann, ohne nicht nur am Telefonhörer zu sitzen, sondern sich auch direkt connecten kann. Und dieser Partner hat uns natürlich enorm viel Know-how geben können für die Projekte, die wir haben. Du sprichst von Partnern, das heißt, ihr habt mehrere, mit denen ihr zusammengearbeitet habt? Das ist richtig. Ich meine, wir als traditionelle Wohnwagenhersteller maßen uns nicht an zu sagen, wir sind der Spezialist bei der Routertechnologie, wir sind der Spezialist bei den Monitors oder sonst was. Mhm. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach Partnern, die zu uns passen, von der DNA her auch, vom Verständnis der Produktqualität, und haben jetzt insgesamt 16 Partner an Bord. Okay. Jetzt hier wie zum Beispiel die Firma Silvi in der Branche mittlerweile auch eine sehr bekannte Marke. Die haben es ermöglicht, dass Geschirr, Gläser und alles so stabil in den Fahrzeugen eingebaut werden kann, dass die während der Fahrt nicht verrutschen können. Sie sind magnetisiert. Wenn wir jetzt hier runterschauen, die zweite Schublade, wenn wir die öffnen, da ist jetzt das Geschirr drin, alles fest, kannst du gut einräumen, das ist natürlich optimal. Da kannst du schnell auf Reisen gehen, nächsten Tag wieder verreisen und musst nichts groß machen. Wir sind nicht derjenige, der das Geschirr so hinbekommt. Du hast den Hocker hier in der Hand, das ist ein Bürohersteller, die Firma Sedus. Die machen tolle ergonomische Sachen. Wenn du jetzt hier oben ein bisschen ziehst, darf ich mal kurz? Ja. So, ziehst du, machst den Hocker zusammen. So, wenn du den Hocker nicht brauchst, schiebst du ihn hier rein. Ist er verstaut, nimmt keinen Platz weg, ist bequem zum Sitzen, ist leicht, ist ein Thema bei uns, das wisst ihr selber bei eurem Fahrzeug. Und so haben wir den einen oder anderen Partner eben hier mit an Bord genommen. Hier ergonomische Schreibtischhocker von der Firma Aeris. Setz dich bitte mal drauf und sag mal, was du empfindest. Das sind, glaube ich, die so ein bisschen wippeln, ne? Genau, dieses Wopper sozusagen. Also man sagt ja hier, man soll mal auf dem Ball sitzen, aber... Jetzt, genau, das ist cool. Und du hast einen tollen Hocker, der bequem zum Arbeiten ist. Und wir versuchen also möglichst wenig Kompromisse, wie es irgendwie geht, dann hier zuzulassen, dass man hier bequem arbeiten kann. Und wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann kann man auch hier bequem wohnen und leben, weil dann tue ich den Hocker weg, klappe den Schreibtisch zusammen, habe hier einen Tisch, den ich dann rausziehe, aufbaue, und dann kann ich mir hier hinsetzen und kann frühstücken, kann essen, beziehungsweise hier ein bisschen chillen. Diesen Monitor, den da hinten auf dem Schreibtisch siehst, den kannst du ja mal ganz leicht abnehmen. Das ist ein ganz, ganz dünner Monitor. Ganz, ganz leicht, magnetisch, mit einem Gegenmagnet überall zu platzieren. Und du hast einen zweiten Monitor zu deinem Laptop, wenn du vernünftig arbeiten willst. Und diese Rückwand? Einfach hinklipsen. Die Rückwand, das kann ich mir auch noch mal hinsetzen, wo ich das haben möchte, wo ich das dir gerade sehe. Also bei der Rückwand, da kannst du das rausnehmen, kannst auch zwei Monitore, wenn du willst, noch hier hinklappen. Bei dem Schreibtisch hast du ein System, du kannst verschiedene Beleuchtungsszenarien machen, je nachdem, welche Arbeitssituation du hast. Die ganze Technik ist hinter der Rückwand dieses Schreibtisches verarbeitet. Du hast nur einen Stecker, einen Netzstecker am Rahmen des Schreibtisches und alles andere ist dann verbunden. Okay, und der Hersteller vom Schreibtisch? Das ist die Firma Biector, das ist eine spanische Firma. Das ist ein australisches Startup, Espresso Displays, das wir hier haben. Ich zeige euch den Schreibtisch dann auch mal draußen, nochmal, da haben wir nochmal stehen, wie er im zugeklappten Zustand aussieht. Mhm. Aber dann gibt es auch solche kleinen, aber auch wichtigen Gadgets wie hier von der Firma Pins. Das sind so Teile, die Aufbewahrungsmöglichkeiten geben. Du kannst dir auch, je nachdem, was du aufbewahren willst, so einen Bobbel hier rausdrehen und dann was Größeres reinstecken. Das haben wir jetzt mit Magneten versehen und mit der Silvi-Leiste. Und dann kannst du hier Sachen aufbewahren, je nachdem, wie du willst. Du kannst dir an verschiedenen Sachen hinklemmen und das Zeug ist aufgeräumt. Die Technik, die wir hier haben, vom MacBook, von den Lautsprechern, hier, wir haben schon Podcasts aufgenommen in diesen Caravan, kommt alles von Cyberport, riesen Technik-Online-Shop, der uns hier unterstützt hat. Hier neuseeländisches Unternehmen, Gustav Board, das heißt, hier kann ich mein Laptop, mein Tablet reintun, und wenn ich draußen arbeiten will, dann stelle ich mir das auf den Tisch. Tue hier einen Monitor rein, kann hier auf dem Tisch so arbeiten, haben ein tragbares Büro-Utensil quasi
Das heißt, ich könnte damit auch einmal kurz zum Strand laufen, wenn ich möchte. Könnt ihr auch mit zum Strand laufen, apropos Strand. Du hast einen Laptop und ein Tablet. Irgendwann ist mal die Batterie aus. Ja. Dann haben wir Batteriesysteme natürlich an Bord, sowohl größere Systeme wie hier von EcoFlow, aber auch tragbare Batterien, die sehen wir draußen auf dem Schreibtisch, zeige ich euch dann gleich, die du mit deinem Laptop dann mit an den Strand nehmen kannst und dann kannst du auch noch mal 8 Stunden oder so etwas arbeiten. Ja. Ziemlich gut durchdacht, also da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht. Hier, ganz versteckten 5G-Router von bei uns in der Branche schon bekannten Firma Andretter und Huber, die hier den ersten 5G-Router verbaut haben, den sie hier jetzt auf dem Caravan-Salon erstmalig vorstellen. Mhm. Die haben auch bei dem Projekt mitgearbeitet. Ist natürlich für uns ganz wichtig, weil ihr braucht Netz, wenn ihr arbeiten wollt und müsst. Und 5G ist halt momentan die Top-Qualität, die wir haben. Und die haben wir hier auch gleich eingebaut. In Sachen Nachhaltigkeit haben wir hier die Firma Mitte an Bord. Ein deutsches Startup aus Berlin, ein Wassersprudler, mit dem du verschiedene Kohlensäure gerade hier einfließen lassen kannst, aber auch verschiedene Filtermöglichkeiten hast, damit die ganze Plastikflaschenproblematik nicht mehr da ist. Also es nimmt erstens mal Platz weg und ist ärgerlich. Hier kannst du dein Wasser selber sprudeln. Und ich spare mir halt die Kisten, die ich nicht mehr mitschleppen muss. Und du sparst dir die Kisten, die du nicht mitschleppen musst, ja. Super. Okay. Gut, das ist so der ganze Arbeitsbereich hier hinten. Genau, du hast vorne ein vollwertiges Bett, du hast vorne eine Toilette, wo eine Duscheinrichtung eingebaut ist und daneben die Waschsituation, das Waschbecken. Das ist also aus dem Serienfahrzeug übernommen mit diesen Gadgets der Dusche, mit diesem Duschpaket. Dann hast du im Anschluss einen Kleiderschrank und auf der gegenüberliegenden Seite eine vollwertige Küche und hier einen großen Kühlschrank. Und an dieser Bereich des Wohnens, der ist quasi umgestaltet worden dann als Wohn- und Arbeitsbereich. Und wie ist der sonst, beziehungsweise wir schwenken gleich mal durch den Originalzustand einmal durch, dass man es mal sieht. Beim Originalzustand hast du hier eine Rundsitzgruppe, ja, wo du da drüben nochmal ein Sitzmöbel hast und in der Mitte den Tisch platziert hast. Das ist also quasi diese Seite hier, mit dem Bereich ist komplett umgebaut worden. Wie ist das denn, wenn ich mal nicht am Arbeiten bin? Ich kann den Tisch hier komplett hochklappen? Dann darf ich dir zeigen? Dann müssen wir allerdings mal kurz raus. Sehr gerne. Dann zeige ich dir das mit dem Tisch. Genau das ist dieser Tisch, wenn er nicht benutzt wird. Also hat eine überschaubare Tiefe. Und wenn du ihn benutzt, dann sieht er so drin aus wie hier drin. Okay, dann habe ich natürlich auch wieder meinen Sitzbereich, kann da vernünftig rumgehen, mit mehreren Personen dran sitzen. Kannst du diesen Tisch, diesen klappbaren Tisch, der unten ist, rausziehen, der fährt dann hoch. Dann kannst du entweder deinen Swapper nehmen oder diesen Sedus-Filzhocker und ihr könnt euch hinsetzen, könnt essen und miteinander reden, beziehungsweise eine kann sich chillend auf diese Längsbank legen. Möglichst wenig Kompromisse, das war das Ziel. Okay. Und das ist jetzt ein Wagen für 2 Personen? Das ist ein Wagen für typischerweise 1 oder 2 Personen, ja. Und das ist die B2B-Variante? Das ist die B2B-Variante. Da geht es also jetzt vorwiegend darum, da steht das Arbeiten im Vordergrund. Arbeiten, egal wo ich will. Da ist das Thema Schlafen jetzt ein klein wenig in den Hintergrund gerückt. Wenn wir hier mal kurz reingehen. Hier habe ich dafür diese feste Sitzgruppe, als komplette Sitzgruppe. Mhm. Hier habe ich da hinten ein Ghost-Leinwand, wo ich auch nochmal remote arbeiten kann, Konferenzen machen kann. Dementsprechend hier Gespräche führen kann. Und wenn ich jetzt dann rübergehe, dann gehe ich in den großen Meeting-Bereich sozusagen. Hier habe ich jetzt ein 75 Zoll Whiteboard von der Firma Cisco zum Beispiel, wo ich sowohl ins Internet gehen kann, wo ich auch remote arbeiten kann, wo ich aber auch Whiteboard-technisch mich verkünsteln kann. Ich schreibe euch mal unser Motto auf, wen es interessiert, einfach hier nachschauen. Und das ist im Standardfahrzeug, ist das der Schlafbereich.
Da wäre hier ein freistehendes Bett von drei Seiten zugänglich. Das haben wir in dieser Variante darauf verzichtet, auf den Schlafbereich. Wenn hier jemand schlafen möchte, dann hat er die Möglichkeit, die Sitzgruppe umzubauen und auf der Sitzgruppe ein großes Bett zu haben. Okay. Aber das ist der Unterschied zwischen dem richtigen B2B und zwischen dem B2C-Fahrzeug. Mhm. Aber das ist uns eher dazu gedacht, dass man hier wirklich das irgendwo aufstellt, wenn man irgendwie am Gelände steht, da arbeiten muss, da Videos schneiden muss. Zum Beispiel, ja. Wir haben hier hochwertigste Batterietechnologie hier unten verbaut, auch von der Firma EcoFlow, Lautsprechersysteme dann, dass man hier tatsächlich richtig arbeiten kann mit mehreren Leuten. Du kannst den Tisch abklipsen, dann kannst du hier mit verschiedenen Leuten dann Meetings abhalten, dann stört der nicht. Brauchst du einen Schreibtisch, klipst du den wieder rein und kannst du dich hier hinsetzen und hier mit dem Laptop vernünftig arbeiten. Und das sind ja Powerstationen, sind die in Kombination mit Solar auf dem Dach oder? Also Solar auf dem Dach nein. Wir haben Solarpaneele, die wir mit anstecken können. Die kannst du entweder vor dem Wohnwagen platzieren oder haben auch die Möglichkeit, weil wir haben eine Außensteckdose, wenn du die in die Markise einziehst, über Kabel direkt einspeisen, dass das Kabel über die Außensteckdose hier dann einspeist in die Stationen dann. Okay. Ja. Gut, ansonsten Küche ist geblieben. Schränke sind noch hier wieder da. Hier haben wir einen großen Nasszellenbereich mit einer komplett eigenen Dusche über die ganze Breite des Fahrzeuges. Also das ist komplett nutzbar. Der einzige Kompromiss hier ist die Bettensituation. Ja, okay. Aber zur Not kann man es ja umbauen, wenn man zur Not könnte man es umbauen, möchte. Genau. Hier ist noch ein zweiter Fernseher. Genau, der zweite Fernseher ist schwenkbar, den kannst du dann auch nochmal dazu ziehen, je nachdem, wo du arbeitest und wo du das machen möchtest, kannst du den entweder von hier noch nutzen, wenn du es hier brauchst, kannst aber auch dann hier in dem System, eigentlich hast du zwei Arbeitsplätze, ja. So müsste man das hier, zwei feste Arbeitsplätze, kannst du von hier dann auch nochmal nutzen, wenn du den auch nutzen willst. Okay. Gut, und das sind 16 Firmen, mit denen ihr da zusammenarbeitet, die hier 16 Firmen, die irgendwo zu finden sind. Genau, die sind auch alle hier außen verewigt. Wenn ihr es mal euren Usern zeigen wollt, dann machen wir da eine Tür zu. Das sind diese Logos hier unterhalb der Leiste. Dafür haben wir auch so einen langen Wohnwagen gebraucht, dass wir die alle unterbringen. Die sind alle hier mit an Bord, diese Firmen. Auf adventure.com. Er steht dann hinter jeder Firma auch nochmal, für was sie stehen, welche Produkte sie machen, was die Firmenphilosophie ist. Also einfach da mal reinschauen. Ja, da steht jetzt gerade was mit Espresso. Das heißt, ihr habt auch noch eine Kaffeemaschine da drin? Nein. Also könnte man. Espresso sind die Displays. Kein Thema. Aber Kaffeemaschine kann man natürlich auch einbauen. Okay. Da haben wir jetzt mal momentan keinen Partner an Bord. Wir waren, diese Wassergeschichte war uns da wichtig. Da ist zum Beispiel dieses Solarmodul. Ja. Und dahinter die Steckdose, da wird es eingespeist. Du kannst es hinstellen oder ziehst die Markise raus, schiebst es ein, machst es mit den Ösen fest und dann hast du gleich auch noch ein bisschen Sonnenschutz auch noch dazu. Zeitlich. Und das Ganze ist jetzt wirklich nur ein Showcar, jetzt erstmal für die Messe und je nachdem, wie das angenommen wird, entscheidet ihr dann vielleicht zur nächsten Messe, zu CMT oder zum Caravan-Salon? Also das Thema ist, wir als Händehersteller, wir brauchen natürlich eine handelbare Größe. Einzelproduktion, dann wäre das Produkt ganz einfach zu teuer. Ja. Das geht nicht. Und wenn wir jetzt mal sehen, okay, es geht in die Richtung von diesem Fahrzeug oder es geht in die Richtung von diesem Fahrzeug und wir haben einen Konsens, wo man genügend Menge an Fahrzeugen produzieren kann, dann würden wir in die Produktion gehen, zumindest modular. Weil das Thema ist ja, du brauchst vielleicht jetzt unbedingt Podcast-Einrichtungen, Podcast-Sachen. Der Thomas braucht vielleicht einen Schnittplatz, wo er so einen Schreibtisch optimal findet. Und dann muss man halt schauen, dass man Partner findet, die dann, ich sag mal, dieses Customizing dann übernehmen, diesen Schlusspart. Und wir würden dann quasi ein Basismodul vorstellen, wo man dann einen bestimmten Bereich dann individualisiert noch nacharbeiten kann. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ob man dann irgendwann mal wirklich diese Fahrzeuge so sieht. Die werden wahrscheinlich auch mit der Folierung so bleiben, dass sie auffallen. Also momentan fallen die wahnsinnig auf und ist auch hochinteressant, weil die Leute stehen dann so davor und denken sich, okay, ein Eyecatcher, aber wir haben uns auch was dabei gedacht, wenn ich da noch kurz ausholen darf. Das sind so, in der Form sind das Datenströme, die hier alle zusammenkommen. Der Wohnwagen ist der Mittelpunkt, aber die auch aus dem Mittelpunkt überall auf die Welt hin verstrahlt rausströmen können und dann dementsprechend hier der Place to be sind,
um vernünftige Arbeit nachzugehen, aber auch um einen Freizeitcharakter zu erlangen und einen Freizeitwert für denjenigen, der das nutzt. Ja. Also da hat sich jemand auf jeden Fall, du wahrscheinlich auch ganz viel. Wir und ganz viele andere Leute haben uns da Gedanken gemacht und haben jetzt einfach gesagt, jetzt wäre der Zeitpunkt unserer Meinung nach, um über sowas zu diskutieren. Manchmal bringst du ein Produkt auf den Markt, wo du was anstößt. Und wenn man auch hier was anstoßen kann, weil man vorher das noch gar nicht gesehen hat, dass es eine Möglichkeit überhaupt gäbe, dann hätten wir tatsächlich was Gutes bewirkt dann. Und das werden wir in ein paar Tagen sehen. Bisher war die Resonanz sehr, sehr gut. Vor allen Dingen finde ich es super stark, dass ihr beide, die ja nur mit großen Reisemobilen unterwegs seid, auch ein bisschen Gefallen gefunden habt und gesagt habt, ja, wir schauen das an, wir zeigen es unseren Followern und schauen auch mal über unseren Tellerrand hinaus, was denn sonst noch möglich ist. Und da bin ich mal ganz stark auf das Feedback auch gespannt, was da bei euch reinkommt, weil jedes Feedback hilft uns weiter hier. Definitiv. Also ich bin gespannt. Schreibt in die Tasten, was ihr von diesem, kann man noch sagen, von dieser Idee, von diesem Konzept, was ihr davon haltet. Schreibt auch mal, ob ihr im Homeoffice arbeitet, wie ihr arbeitet, wie oft ihr Homeoffice machen könnt, ob ihr 100%, ob ihr nur mal vereinzelte Tage und vielleicht auch, wann ihr Homeoffice einsetzen würdet. Ob ihr das macht, um euren Urlaub so ein bisschen zu verlängern oder weil ihr wirklich unterwegs seid. Also ich bin ganz gespannt. Du bist auch gespannt. Richtig. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für die coole Durchführung, einmal alles zu zeigen. Das hat uns auf jeden Fall ein bisschen weitergebracht, weil Wohnwagen ist ja für uns doch noch so ein bisschen, wir sind zwar auch mal damals mit dem Wohnwagen gestartet. Aber ja, ist so ein bisschen Neuland für uns. Ja, macht gar nichts, immer wieder gerne, herzlichen Dank. Schreibt uns euer Feedback, eure Informationen, damit helft ihr uns ein Stück weiter. Danke.